Hallo alle miteinander. Erfahren Sie, wie Sie Ubuntu Linux nimmt und HomeOS als zweites Betriebssystem nach Windows installieren. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Linux ist ein beliebtes Open-Source-Betriebssystem und lässt sich einfach installieren. All dies dank umfassender Unterstützung für Hardware und Software, flexibler Konfiguration und guter Sicherheit. Für viele Anfänger beginnt die Bekanntschaft mit diesem Betriebssystem mit den Distributionen von Ubuntu oder Linux Mint. Wenn Sie bereits ein vorinstalliertes Windows-Betriebssystem auf Ihrem Computer haben, zeige ich Ihnen, wie Sie Linux mit Hilfe der Dualboot-Funktion als zweites Betriebssystem installieren können. Bevor Sie mit der Installation beginnen, müssen Sie ein Image des Betriebssystems herunterladen und damit ein bootfähiges Flash-Laufwerk erstellen. Sie können das Bild des neuen Distributionskits vor der offiziellen Website herunterladen. Als nächstes müssen Sie ein bootfähiges USB-Laufwerk mit einem Systemabbild erstellen. Dies kann einfach mit Ultra ESQ, Rufus und anderen ähnlichen Programmen durchgeführt werden. Weitere Informationen zum Erstellen eines bootfähigen Flash-Laufwerks finden Sie in einem anderen Video. Den Link finden Sie in der Beschreibung. Ich habe Ubuntu 18.04 für die Installation gewählt, aber der Vorgang ist bei anderen Linux-Versionen nicht anders. Schließen Sie das Laufwerk an Ihren Computer an und starten Sie ihn neu. Drücken Sie eine Funktionstaste, in der Regel F12, F10 oder F2, je nach Motherboard-Modell, um das Booten vom Flash-Laufwerk auszuwählen, wenn Sie das BIOS starten. Wählen Sie bootfähige Medien aus der Liste aus und drücken Sie die Eingabetaste. Danach sehen Sie ein Bootfenster auf dem Bildschirm. Wählen Sie die zweite Option, Install Ubuntu, und das System zu installieren. Zum Überblick können Sie das System auch ohne Installation starten, indem Sie die erste Option wählen. Im nächsten Installationsschritt werden Sie aufgefordert, eine Sprache auswählen. Wählen Sie die gewünschte Sprache aus der Liste aus und klicken auf Weiter. Wählen Sie hier Normale Installation und klicken Sie erneut auf Weiter. Im nächsten Fenster müssen Sie Art der Installation auswählen. Mit der Ubuntu mit Windows installieren wird die vorhandene Partition komprimiert, um Platz für das neue System zu schaffen. Sie müssen mindestens 10 GB für die Installation von Ubuntu bereitstellen. Nachdem Sie den Speicherplatz zugewiesen haben, klicken Sie auf Jetzt installieren. Die zweite Option löscht das bereits auf dem Laufwerk installierte Betriebssystem vollständig und installiert das neue an seiner Stelle. Seien Sie alle vorsichtig bei der Auswahl dieser Option. Und für den Fall, dass Sie mehrere Festplatten oder Partitionen haben, wählen Sie etwas anderes. Hier können Sie Partitionen und eine weitere Platte auswählen. Um eine neue Partition zu partitionieren, wählen Sie freien Speicherplatz und klicken Sie auf das Pluszeichen. Geben Sie die Größe an, vorzugsweise mindestens 20 GB, den Partitionstyp primär, Speicherort am Anfang, Dateisystem und wählen Sie den Montagepunkt OK. Klicken Sie dann auf Jetzt installieren, um die Änderungen auf dem Datenträger zu übernehmen und den Installationsvorgang zu starten. Geben Sie den Speicherort, den Namen des Administratorskontos und das Passwort an und fahren Sie fort. Dies sind alle Einstellungen, die für die Installation von Ubuntu erforderlich sind. Warten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen ist. Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, klicken Sie auf Neustart. Der Computer wird im Group-Menü neu gestartet. Innerhalb von 10 Sekunden werden Sie aufgefordert, das Betriebssystem auszuwählen, das Sie als nächstes verwenden möchten, Ubuntu oder Windows.
Ubuntu ist als Standardbetriebssystem zum Booten definiert. Drücken Sie also einfach die Eingabetaste oder warten Sie, bis diese 10 Sekunden Timeout abläuft. Melden Sie sich nach dem Booten mit den Anmeldeinformationen an, die Sie während des Installationsvorgangs erstellt haben. Ubuntu bietet automatisch Unterstützung für das NTFS-Dateisystem, sodass Sie auf Dateien von Windows-Partitionen zugreifen können, indem Sie einfach dieses Volumen öffnen. Wenn Sie zu Windows zurückkehren möchten, starten Sie den Computer einfach neu und wählen es im Grabmenü aus. Die Installation vom Home OS unterscheidet sich geringfügig von der Ubuntu-Installation. Hier gibt es einige Besonderheiten. Zum Installation von Home OS benötigen Sie einen 18 GB oder 16 GB großen USB-Stick. Gehen Sie zur Neverware-Website und laden Sie Cloud Ready USB Maker herunter. Mit ihr können Sie ein bootfähiges Flash-Laufwerk mit Home OS erstellen. Schließen Sie das USB-Flash-Laufwerk an den Computer an und starten Sie Cloud Ready USB Maker. Folgen Sie den Anweisungen zum Erstellen eines bootfähigen Mediums, klicken Sie auf Next. Der gesamte Vorgang kann etwas 20 Minuten dauern. Nach der Erstellung schließen Sie den USB-Stick an den Computer an, auf den Sie Home OS installieren möchten, und starten Sie ihn. Um das Booten von USB beim Booten des BIOS auszuwählen, drücken Sie eine spezielle Funktion-Taste. Normalerweise ist es F12, F10 oder F2, je nach Modell Ihres Motherboards. Wählen Sie ein bootfähiges Medium aus der Liste aus und drücken Sie die Eingabetaste. Wenn Sie das richtige bootfähiges Medium ausgewählt haben, sehen Sie einen weißen Startbild mit dem Clockregi-Logo. Danach sehen Sie einen Begrüßungsbildschirm, in dem Sie die Sprache des zukünftigen Systems auswählen und auf die Schaltfläche Beginn klicken sollen, um sich mit dem Betriebssystem vertraut zu machen. Um den Installationsvorgang zu starten, klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Uhr in der unteren rechten Ecke des Bildschirms und klicken Sie auf Betriebssystem installieren. Der nächste Bildschirm warnt Sie, alle vorhandenen Daten auf dem Gerät zu sichern, da der Installationsvorgang alle Daten auf dem Gerätelaufwerk löscht. Wenn ein anderes Betriebssystem auf diesem Laufwerk installiert ist und wichtige Daten darauf gespeichert sind, stoppen Sie die weitere Installation, da sonst alle Daten verloren gehen. Die meisten Benutzer denken, dass sie an diesem Punkt aufgefordert werden, ein Laufwerk oder eine Partition für die Installation auszuwählen. Aber sobald sie zustimmen, beginnt die Installation und alle Daten werden überschrieben. Also seien Sie sehr vorsichtig, um keine wichtigen Daten zu verlieren. Später im Video werde ich Ihnen zeigen, wie Sie ein anderes Laufwerk für die Installation auswählen. Lassen Sie uns das System jedoch zunächst von einem USB-Flash-Laufwerk starten. Um Home OS von USB zu booten, klicken Sie auf Weiter und Fortfahren und geben dann den Benutzernamen und das Passwort Ihres Google-Kontos ein und klicken auf Weiter und dann auf Start. Danach wird das Betriebssystem geladen und der Browser automatisch gestartet. Nun wollen wir herausfinden, wie sich Home OS auf einem anderen Laufwerk installieren, um das bereits installierte Windows nicht zu überschreiben. Um dies zu tun, drücken Sie jederzeit nach dem Booten Ihres Systems die Status-Klassenkombination STRG+F2, um die entwickelnde Konsole zu öffnen. Melden Sie sich in der Konsole bei Ihrem Prompter an, indem Sie Chronos als Benutzernamen eingeben und die Eingabetaste drücken. Geben Sie dann den Befehl lsblk ein, Enter. Dieser Befehl listet alle Festplatten auf, die derzeit an Ihr System angeschlossen sind, sowie deren Größe. Bestimmen Sie die Größe des Datenträgers, auf dem Sie das System installieren möchten, und merken Sie sich seinen Code. Er kann SDA oder SDB sein, je nach Konfiguration Ihres Systems. Wenn Sie Festplattencode identifiziert haben, geben Sie den folgenden Befehl ein. Und geben Sie am Ende Festplattencode ein und drücken Sie die Eingabetaste. Sobald Sie diesen Befehl starten, wird der gesamte Inhalt der Festplatte entfernt.
stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Laufwerk auswählen. Der Installationsvorgang kann zwischen 15 Minuten und einer Stunde dauern, je nach Systemkonfiguration. Nach der Installation müssen Sie auch die grundlegenden Einrichtungsschritte durchlaufen und Ihre Google-Kontodaten eingeben. Nach der Installation ist die Linux-Aktivierfunktion im Einstellungsmenü verfügbar. Die Einstellungen finden Sie, indem Sie auf das Zeitsymbol in der rechten unteren Ecke klicken. In diesem Fenster können Sie die Klangintensität und die Bildschirmhelligkeit ändern, die Tastaturbelegung ändern und das Gerät ausschalten. Indem Sie auf das Zahnsymbol klicken, gelangen Sie in das Einstellungsmenü. Um Linux zu aktivieren, klicken Sie hier auf Aktivieren. Nach Beginn der Installation, für die Installation benötigen Sie mindestens 7 GB freier Speicherplatz. Nach Abschluss wird ein Terminalfenster geöffnet, über das Sie die für Linux verfügbaren Programme installieren können. Chrome OS verfügt nicht über einen eigenen Store mit Anwendungen, Sie können jedoch zusätzliche Erweiterungen aus dem Chrome Online Store installieren. Um verschiedene Audio-Video-Formate zu unterstützen, wird empfohlen, Multimedia-Komponenten zu installieren. Öffnen Sie Einstellungen, Registerkarte, Media-Plugins und installieren Sie diese Komponenten. Sie müssen Ihr System neu starten, damit die Plugins aktiv werden. Wenn Sie das nächste Mal Ihren PC starten, wird Chrome OS automatisch gestartet, ohne dass Sie angefordert werden, das gewünschte Betriebssystem auszuwählen. Um zum Zeitpunkt des BIOS-Starts ein anderes Betriebssystem zu starten, drücken Sie die Funktion-Taste, um das Startgerät auszuwählen. Je nach Computer-Hardware kann dies F12, F10 oder F2 sein. Wählen Sie dann Ubuntu und hier können Sie Linux oder Windows booten. Wie Sie sehen können, ermöglicht die Dual-Boot-Funktion die Verwendung von mehr als einem Betriebssystem auf Ihrem PC. Sie können dieses Video-Tutorial auch für die Installation anderer Linux-Versionen verwenden, da der Installationsvorgang bei allen Distributionen ähnlich ist. Und das ist alles. Ich hoffe, dieses Video war für Sie nützlich. Vergessen Sie nicht, unseren YouTube-Kanal abonnieren, Daumen hoch, wenn Ihnen das Video gefallen hat. Stellen Sie Ihre Frage in den Kommentaren unter dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.